Hallo, ihr wunderbaren Leute. Ich hoffe, ihr fühlt euch absolut fantastisch. Heute habe ich euch mal wieder ein technisches Video mitgebracht. Und zwar soll es heute um einen Vergleich der drei beliebtesten Vlogging- und YouTube-Mikrofone von Rode gehen. Nämlich diesen drei Schätzen hier. Und zwar dem Rode Video Micro, dem Rode Video Mic Go 2 und dem Rode Video Mic NTG. Schöne Namen hat das ganze Ding. Ja, und wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dabei, denn wir werden diese drei Schätze hier in allen Details und in allen Facetten denn in diesem Video kurz und knackig dann auch beleuchten. Gutes Audio gehört zu einem guten Video dazu, wie eine gute Story oder wie auch ein gutes Bild. Und genau um gutes Audio dann auch entsprechend aufzufangen, dafür gibt es eine ganze Reihe an Mikrofonen. Also von einem Rode Video Micro über ein Rode Video Mic Go 2 und dem relativ populären und sehr populären eigentlich Rode Video Mic NTG. Ich habe mal alle drei Mikrofone für euch mal auf Herz und Nieren geprüft und vielleicht erstmal ein paar Basics dann auch für die Erklärung. Wir haben hier drei Mikrofone am Start, die auch alle einen unterschiedlichen Formfaktor haben. Wenn ich jetzt die Preise für die Mikrofone nenne, dann nenne ich immer die Preise mit und ohne Windschild. Mit Windschild meine ich dann immer diesen Fellwindschutz oder diese Dead Cat quasi, also diese tote Katze, die dann auf die Mikrofone entsprechend draufgezogen wird. Wichtig ist, ihr braucht, wenn ihr außen dann auch Audio aufnehmt, in der Regel eigentlich immer, wenn es ein bisschen Wind kommt, so einen Fellwindschutz, weil ansonsten tut das euren Ton dann schon ordentlich nach unten ziehen. Fangen wir mal an mit dem Rode Video Micro. Das ist das günstigste Mikrofon im Line-Up von Rode als Richtmikrofon. Das fängt roundabout bei 57,99 Euro dann auch an. Das war der Preis, den ich recherchiert habe, jetzt zum Zeitpunkt dieses Videos. Das Schöne ist, beim Rode Video Micro ist bereits der Fellwindschutz dann auch inklusiv und mit dabei. Das heißt, den braucht ihr auch nicht wirklich kaufen. Wenn wir einen Schritt höher gehen in dem Line-Up von Rode, dann gibt es das Rode Video Mic Go 2. Das ist der Nachfolger des Video Mic Go ohne 1 oder 2. Wer hätte es ganz auch gedacht? Das Interessante bei dem Mikrofon ist, ihr kriegt es standardmäßig mit einem offenporigen Schaumstoff als leichten Windschutz und Popschutz. Das heißt, das schützt schon ein bisschen, aber draußen bei starkem Wind oder bei Wind generell könnt ihr es nicht wirklich verwenden. Mikrofon kostet gut 100 Euro ohne Fellwindschutz. Mit Fellwindschutz seid ihr preislich zwischen 130 und 120 Euro dann auch mit dabei. Und last but not least in diesem Vergleich haben wir das Rode Video Mic NTG. Und das Rode Video Mic NTG ist das teuerste Mikrofon hier in diesem Line-Up. Kostet roundabout 230, 235 Euro ohne Fellwindschutz. Der Fellwindschutz schlägt mit knapp 40 Euro nochmal zu Buche. Das heißt, ihr seid bei knapp 280 Euro für das Rode Video Mic NTG. Die Frage ist, hört man diesen Preisunterschied auch zwischen den einzelnen Mikrofonen, weil wir ja doch drei sehr gute Abstufungen haben von roundabout 60 Euro, roundabout 120 Euro und roundabout 280 Euro. Also alles ungefähr doppelt oder mehr als doppelt so teuer als das jeweilige Vorgängermodell. Und was ist das richtige Mikrofon für euch? Und da geht es natürlich auch erstmal um den Einsatzzweck. Aber schauen wir uns erstmal das Gewicht der einzelnen Mikrofone dann auch an. Bei dem Gewicht selber ist die Abstufung eigentlich tatsächlich so, je günstiger, je leichter. Das Rode Video Micro liegt bei einem Gewicht, wenn man es hier direkt dann letzten Endes irgendwo mal draufpackt, bei roundabout 81 Gramm und ist damit das leichteste Mikrofon und bietet sich deswegen auch super gut an, um es beispielsweise einfach hier ja, auf irgendeine GoPro mit Media Mod oder auf wirklich ganz, ganz kleine Vlogging-Kameras dann auch entsprechend draufzuschrauben. Nächster in der Liste ist das Rode Video Mic Go 2. Das Rode Video Mic Go 2 liegt bei einem Gewicht von 109 bis 110 Gramm, ist damit eigentlich nur ein bisschen mehr als 30 Gramm schwerer als das Rode Video Micro, aber immer noch eine gute transportable Alternative auch auf kleineren Kameras. Und last but not least haben wir das Rode Video Mic NTG und das ist schon deutlich schwerer mit roundabout 180 Gramm. Und ihr seht auch hier schon vom Formfaktor, ja, das ist schon ein deutlich, deutlich größeres Mikrofon dann auch. Ja, und
das kann man eigentlich so in der Form eigentlich nur noch schwer dann auch verwenden auf kleineren Kameras dann. Da muss man schon ein bisschen was tragen, ja. Also es gibt ja auch schon spiegellose Kameras, die liegen beispielsweise die Sony ZV-1, die liegen bei unter 300 Gramm. Da nochmal fast 75% für ein Mikrofon drauf zu packen. Ob man sich dann so ein schweres Mikrofon dann auch draufpackt, das muss man sich dann noch überlegen. Aber kommen wir jetzt, bevor wir uns die Klangqualität drinnen und draußen auch anschauen, zu den Funktionen der einzelnen Mikrofone. Damit wir nicht viel Zeit verlieren, bevor es dann in den Test der Audioqualität und der Soundqualität der einzelnen Mikrofone geht, halte ich das Thema Funktion relativ kurz, weil es eigentlich relativ simpel ist. Bei dem Rode Video Micro habt ihr eigentlich keine Funktion großartig, außer dass es ein Mikrofon ist. Ihr schließt es an die Kamera an, es wird durch die Kamera mit Strom versorgt and that's it über einen 3,5 mm Klinkenstecker TRS Tipring Slave. Bei den beiden anderen Mikrofonen stellt sich das Ganze ein bisschen anders dar. Bei dem Rode VideoMic Go 2 selber habt ihr alle Funktionen des Rode Video Micro auch noch. Das heißt, ihr könnt es ganz normal hier auch über die Mikrofonbuchse dann an eure Kamera auch anschließen. Ihr habt aber jetzt hier nochmal einen USB-C-Anschluss. Das bedeutet, ihr könnt das Mikrofon dann auch direkt an einen PC oder an ein iPad, an ein Handy oder was auch immer anschließen. Es gibt auch Adapterkabel. Beispielsweise SC14, SC15, wo ihr dann die Mikrofone direkt über Lightning oder USB-C an die Handys anschließen könnt oder die iPads oder die Tablets, was auch immer. Ihr könnt aber genauso gut natürlich auch das Mikrofon anschließen an den Rechner. Und ab da wird es ein bisschen spannend. Ihr könnt nämlich bei dem Rode VideoMic Go 2 zwei Apps von Rode verwenden, nämlich die Rode Central App und die Rode Connect App. Und mit diesen beiden Apps habt ihr die Möglichkeit, beispielsweise solche Sachen wie einen Highpass-Filter einzustellen, wie einen Exciter einzustellen, wie einen Kompressor einzustellen und damit das Audio am Rechner nochmal ein bisschen zu verbessern. Das ist also so ein bisschen der große Unterschied zwischen dem Rode VideoMic Go und dem Rode Video Micro. Das Rode VideoMic NTG selber hat all die gleichen Funktionalitäten, die auch das Rode VideoMic Go 2 auch aufzuweisen hat, hat aber hier auch noch physische Knöpfe. Das bedeutet, ihr könnt solche Geschichten wie unter anderem einen Highpass-Filter bei 75 oder 150 Hertz einstellen, einen Sicherheitskanal, falls ihr lautes Audio dann letzten Endes habt, was auf dem zweiten Kanal dann minus 20 dB als Pad dann auch aufnimmt. Und ihr habt noch eine Funktion dann auch, dass ihr beispielsweise auch ein High-Frequency-Boost dann auch machen könnt. Das heißt, falls ihr einen Windschutz dann drauf habt, dass es nicht mehr ganz so muffelt dann auch letzten Endes irgendwo klingt. Zusätzlich dazu ist dieses Mikrofon, und das sieht man hier sehr, sehr schön, ein Powered-Mikrofon. Das heißt, da ist ein Akku drin, der bis zu 30 Stunden dann auch hält. Und ihr könnt über dieses kleine Drehrädchen hier unten, könnt ihr dann quasi einstellen, wie viel Verstärkung über das Mikrofon dann nach draußen entsprechend gepusht wird. Und das ist eine coole Sache, weil damit könnt ihr die Verstärker auf eurer Kamera möglichst gering dann entsprechend auch einstellen. Und jetzt geht's rüber zum Klangtest. Das Erste, was wir uns bei dem Thema Klang bei den Mikrofonen anschauen, ist der Klang drinnen. Ja? Also als YouTube-Mikrofon, Vlogging-Mikrofon, wie sieht das Ganze drinnen aus? Und damit wir das vergleichbar machen, habe ich das so gemacht, dass wir alle drei Mikrofone ohne Windschutz, also weder den Schaumwindschutz noch den Fellwindschutz dann auch aufnehmen und alle im gleichen Abstand zu mir jetzt hier, und zwar hier über, ich weiß nicht, ob man die jetzt hier sieht, über so eine Tonangel. Auf die Tonangel packe ich dann jetzt jedes einzelne Mikrofon drauf, positioniere es so, dass es immer im gleichen Abstand zu mir ist, dass es gerade so nicht in das Bild hier reinragt, und stelle das Mikrofon so ein, dass ich roundabout um die minus 12 dB dann an der Kamera im Ausschlag dann auch habe. Und dann nehmen wir das Ganze auf und in der Postproduktion durch einfach nur noch nivellieren, dass alle gleich laut sind, mache aber kein Equalizing, keine anderen Soundanpassungen, und dadurch hört ihr dann auch, wie der Sound sich dann auch verhält. Das Gleiche machen wir in einem Tontest logischerweise dann auch nochmal draußen. Das heißt, ich zeige euch mal, wie die Mikrofone dann auch klingen, wenn es draußen ein bisschen lauter ist und andere Schallquellen dann isoliert werden sollen, sodass ihr einen guten Überblick habt. Und last but not least nehme ich euch in den jeweiligen Soundvergleich auch nochmal jeweils eine editierte Variante mit rein. Das seht ihr dann immer in der Überschrift, in der Untertitelüberschrift quasi von dem jeweiligen Clip in der Aufnahme, wo ihr seht, was ich dann an dem Audio dann auch machen würde.
würde und wie das Ganze editiert sich dann auch anhört, sodass ihr immer den kompletten Überblick habt, wie klingt jedes einzelne Mikrofon dann auch von diesen drei Mikrofonen, die ich euch jetzt hier heute vorstellen möchte. Wichtig ist, setzt euch Kopfhörer auf, weil am normalen PC oder vor allem am Smartphone werdet ihr den Klangunterschied ansonsten nicht so richtig rausgearbeitet bekommen. Dann direkt mal rein mit der Klangbetrachtung in den Innenräumen. Ich habe jetzt das Mikrofon hier in der Tonangel direkt über mir und kann direkt dann in dieses Mikrofon dann auch reinsprechen. Eingestellt ist es, wie gesagt, mit minus 12 dB und ich musste auf meiner Kamera den Verstärker von 30 möglichen Punkten von 1 auf 5 hochstellen, um auf diese minus 12 dB dann auch zu kommen. Ich habe jetzt keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten mit dem Rode Video Micro, deswegen einfach hier mal ein Tonsample, damit ihr hört, wie sich so ein Mikrofon dann auch in Innenräumen und jetzt hier für so ein Vlogging-Szenario dann auch anhört. So, und jetzt haben wir hier das Rode VideoMic Go 2 auf der Tonangel entsprechend oben drüber. Man merkt schon, dass das Rode VideoMic Go 2 hat ein bisschen eine höhere Ausgangsleistung wie das Video Micro. Also ich kann hier locker auf der Kamera auf die Gain Setting 1 gehen, bedeutet quasi keine interne Verstärkung von der Kamera. Vielleicht hört man es dann auch jetzt hier im Ton oder generell, wie sich das tontechnisch dann auch verhält. Auch hier kann ich keine weiteren Settings von dem Mikrofon selber. Deswegen ist es einfach spannend, wie sich das jetzt dann auch anhört von der Tonqualität dann auch für euch. Und ich denke, das sollte jetzt mal so ein bisschen als kleiner Tontest dann auch langen, damit ihr hier den ersten Eindruck habt, wie es ist, wenn ich ein Rode VideoMic Go 2 in den Innenräumen auch verwende. So klingt das Rode VideoMic NTG, wenn ich gar keine Einstellungen am Mikrofon getroffen habe. Also quasi ohne Highpass-Filter, ohne Anhebung der hohen Frequenzen. Und ich denke, das sollte so als Beispiel für das Mikrofon Rode VideoMic NTG jetzt hier in diesem Innentest dann auch ausreichen. Jetzt haben wir hier die erste Audioaufnahme und bei Audio ist es ja auch wichtig, dass wir uns mal ein bisschen überlegen und mit Pausen einfach mal schauen, ob es rauscht. Und jetzt haben wir hier das Rode VideoMic Go 2 auf der Tonangel entsprechend oben drüber. Man merkt schon, dass das Rode VideoMic Go 2 hat ein bisschen eine höhere Ausgangsleistung wie das Video Micro. Also ich kann hier locker auf der Kamera auf die... So klingt das Rode VideoMic NTG, wenn ich gar keine Einstellungen am Mikrofon getroffen habe. Also quasi ohne Highpass-Filter, ohne Anhebung der hohen Frequenzen. Und ich denke, das sollte so als Beispiel für das Mikrofon Rode VideoMic NTG jetzt hier in diesem Innentest dann auch ausreichen. Oh ja, war eine schöne Möglichkeit, das Ganze auch mal mit dem Ton auszuprobieren. Ich laufe jetzt hier gerade mal eine relativ befahrene Straße zur Feierabendzeit dann auch entlang. Und bin mal gespannt, wie jetzt hier mit dem Rode Video Micro dann die Ausblendung der Geräusche dann auch stattfindet. Wenn man es so mal ein bisschen seitlich nimmt, von der Straße dann auch irgendwo weg, ja, dass man einfach mal die Möglichkeit hat, vielleicht dann auch sich zu verstehen. Ob das jetzt wirklich klappt, keine Ahnung. Aber das sehen wir auch mit den anderen Mikrofonen. Springen wir mal weiter zum nächsten. Jetzt haben wir das nächste Mikrofon im Einsatz. Das ist das Rode VideoMic Go 2. Und ich bin ein bisschen im Pegel runtergegangen. Und die Straße ist immer noch genauso belebt oder wenig belebt, ja, wie auch schon vorher. Das heißt, ihr habt da wirklich auch schon gute Geräusche nebenher. Und ich denke, das sollte jetzt mal so als kleines Audio-Sample dann auch langen. Bin gespannt, ob hier die Rejection von den Seitengeräuschen besser ist als mit dem ganz günstigen Mikrofon, weil hier ist schon ordentlich was los, auch von den Geräuschen her. Ich bin mal echt gespannt. Jetzt haben wir das Rode VideoMic NTG, das größte von allen, dann auch auf der Kamera. Und erstaunlicherweise lässt sich es immer noch wirklich gut tragen. Und es sollte auch das engste Pickup-Pattern auch für den Ton und für den Sound haben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie da die Tonqualität sich dann auch verhält. Und ich werde auch gleich nochmal einfach mal die internen Mikrofone der Kamera einspielen, damit ihr seht, wie da die Tonqualität dann auch ist. Aber so als kleines, kurzes Tonsample sollte das eigentlich langen, um einen Eindruck zu bekommen, wie jetzt das Rode VideoMic NTG sich an einer vielbefahrenen Straße dann auch verhält. Das hier jetzt sind die eingebauten Mikrofone der Sony ZV-1. Hat auch einen schönen Windmuff obendrauf und ich hoffe, man kann ein bisschen was davon hören.
Die Mikrofone der Sony gelten als einer der besseren eingebauten Kameramikrofone. Wir werden es gleich auch mal sehen im Tonvergleich, wie sich das mit den anderen Mikrofonen dann auch tatsächlich verhält. So, und jetzt denke ich, passt das hier, haben wir genug auch hier an Audio-Samples, um das auch entsprechend vergleichen zu können. Kommen wir mal zum Fazit dieses Videos und dieses Audio-Vergleiches der drei Mikrofone. Also ganz ehrlich, ich war ein bisschen enttäuscht von dem Rode VideoMic Go 2. Das ist so das erste Fazit, was ich mitnehme. Dem Hype im Internet, den wird es definitiv nicht gerecht. Also da wird es ja stellenweise auch schon als fast so gut wie das Rode VideoMic NTG dann beworben und das ideale Einsteigermikrofon für YouTuber, für Vlogger. Ja, sort of. Es ist sehr wandelbar durch die Option, dass ihr es halt über USB-C anschließen könnt. Es ist auch, es hat einen okay Sound irgendwo, aber der Sound ist definitiv jetzt nicht um das Doppelte besser wie jetzt vom Rode Video Micro. Und deswegen ist das Rode Video Micro, muss ich echt sagen, ein Mikrofon, was sehr, sehr gut gealtert ist, kann man quasi sagen. Gibt es ja schon seit ein paar Jährchen und definitiv immer noch eine Budgetempfehlung wert, wenn ihr nach einem günstigen Mikrofon für eine Kamera sucht, die auch euren Sound dann auch signifikant verbessern kann. Selbst bei einer Sony ZV-1, wo wir das auch im Vergleich an der belebten Straße dann auch irgendwo gesehen haben. Erfüllt beispielsweise das Rode VideoMic Go 2 dann die Anforderung, fast so gut wie das Rode VideoMic NTG zu sein? Nein, definitiv nicht. Deswegen bleibt auch das NTG immer bei mir jetzt oben an meiner Tonangel dran, weiterhin. Es ist einfach das rundere und bessere Mikrofon. Es hat viel mehr Möglichkeiten in der Einstellbarkeit, auch ohne irgendwelche Apps und ohne am PC angeschlossen zu sein. Und das ist der wichtigste Punkt, es hat vor allem natürlich auch eine viel druckvollere, viel präsentere, wirklich auch Stimmqualität. Und das ist natürlich schon wichtig, eine schöne Geschichte für Vlogs und zum Aufnehmen von YouTube-Inhalten oder generell auch von audiovisuellen Inhalten, finde ich. Also definitiv, wenn ihr die beste Audioqualität sucht, ist das Rode VideoMic NTG ist sicherlich dann die Empfehlung, wenn es in das Budget dann entsprechend hineinpasst. Das soll es mal zu einem kurzen Vergleich gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten, ihr wisst ja, thank you very much. Bis dann, euer Nico.